So, moin Pyrus. Heute war ich mir nach mal wieder ein Vlog und zwar fahre ich zu einem Waffenladen, der ist ein bisschen weiter von hier weg und hole mir da T1 Feuerwerk, so halt Rauchfackeln oder bengalische Lichter halt. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, dann nehme ich euch wieder mit, weil ich jetzt halt wieder mit dem Zug fahren muss und dachte mir, ich mache einen Vlog draus. Mal wieder ein. Ja, da würde ich sagen, fahr ich jetzt los und ja, viel Spaß bei diesem Vlog. Ist ja wieder mega am Regnen. Also es kann endlich mal aufhören und dann irgendwie kalt werden und Schnee, perfekt. Und ja, dann gehe ich jetzt zu meinem Auto und natürlich bis zum Mal, wir weg von hier. Ja, dann geht's los. So, ich wäre dann wieder am Bahnhof. Und hier zu meinem Gleis. Ja, und dann fahren wir mal los, ne? Keine Ahnung, wie lange ungefähr, aber ich bin schon ein bisschen weiter weg. Da ist der Waffenladen. Ich habe schon Feuerwerk dran. Und dann hole ich mir jetzt mal gleich und den Meister rein. Ich weiß nicht, ob ich einen Film kann. Hier sind schon die ganzen Werbungen für den 19.12. Die Pyro-Waffe. Ja, ich guck mal, ob ich einen Film kann. Ich glaube eher nicht. Ach, hier jetzt mal rein. So. Ich hätte ja was hier gekauft. Ein 3x3 Artikel. Bei T1 ist wirklich schweineteuer. Ich habe für die 3 Artikel 17,50 € bezahlt. Ja, ich muss mal gucken, wo ich die gleich rausholen kann. Dann zeige ich sie euch noch. Ja. So, wie schon gesehen, war ich in diesem Waffenladen, im Pyrotechnikladen. Hat mir 3 Artikel 17,50 € wirklich teuer. Aber ich kann dir ja nicht zeigen. Ich zeige dir am besten, wenn ich hier zu Hause bin. Weil der Boden ist nass und das ist einfach nicht cool. Ja, ich war aber noch mit dem Kick drin, da hatten wir auch keine Kellersachen. Also Restbestände. Und ja, jetzt fahre ich wieder nach Hause und dann mache ich nochmal eine Übersicht. Alles klar. So, ich bin dann hier zu Hause. Habe hier die Übersicht, was ich mir gekauft habe. Und zwar ist einmal ein Ultra-Rauchtopf in Gelb. Habe es schon mal gehabt, schon richtig gut, weil er am kräftigsten ist, meiner Meinung nach, wenn Gelb. Es ist wirklich extrem, was da rauskommt. Und die Brenndauer 90 Sekunden ist schon heftig. Das ist wirklich, wenn nicht sogar mehr, als er, also ich würde ja sagen, dass er fast 2 Minuten Brenndauer ist. Aber 8,50 € schon stolzer Preis, würde ich sagen. Naja, gut, kann man mal machen. Als zweites habe ich hier den Bengaltopf in Gelb, also den Bengaltopf XXL in Gelb von Blackbox, der auch von Blackbox. Ja, ist auch ganz so gut. Für 4,50 € auch nicht gerade billig, aber halt kann man mal machen. Und als letzten Artikel habe ich hier die Bengalflamme Bengaltopf in Rot von Weco. Ja, ich hatte schon meinen gelben gehabt, den grünen gehabt. Jetzt noch meinen roten. Der blaue fehlt mir auch noch, aber den ob ich irgendwann mal hole, weiß ich nicht. Er hat auch eine stolze Summe von 4 Euro. Aber wie gesagt, man kann es so mal gönnen. Ja, dann würde ich sagen, beende ich das Video, beziehungsweise den Vlog. Und bis zum nächsten Mal.